Campen wird immer beliebter. 2023 wurden in Österreich rund 8,3 Millionen Campingübernachtungen gezählt. Das ist ein sattes Plus von etwa 6% zum bereits starken Vorjahr. Einer der Gründe für diesen Anstieg: immer mehr Menschen entdecken das Campen für sich als Möglichkeit, den Urlaub zu genießen. Was Sie, wenn auch Sie Ihren nächsten Urlaub campend verbringen wollen, unbedingt beachten sollten, das bespreche ich jetzt gleich mit Sabine Fuß vom österreichischen Campingclub. Hallo Sabine, schön, dass du da bist. Servus Thomas. Sabine, ich habe schon gesagt, seit Jahren boomt das Campen. Wie erklärst du uns das? Also ich glaube, man kann das immer noch erklären mit dem Wunsch nach großer Freiheit, die ja teilweise auch beim Campen wirklich erfüllt wird. Also man kann in den meisten Fällen, wenn man etwa zur Hauptreisezeit und zu den beliebtesten Reisezielen reist, wirklich spontan unterwegs sein. Man steigt aus seinem Camper oder aus seinem Wohnwagen aus, ist mitten in der Natur. Man kann sich seine Essenszeiten und seine Freizeitaktivitäten komplett frei einteilen. Die Kinder haben einen riesen Spaß, die können den ganzen Tag eventuell in der Badehose herumlaufen. Auch die vierbeinigen Freunde der Camper haben viele Möglichkeiten, weil es gibt keine Einschränkungen oft auf den Campingplätzen. Also das ist wirklich noch immer eine sehr schöne und spontane Möglichkeit, Urlaub zu machen. Erfahrungsgemäß, bevor sich viele auf die erste lange Reise einlassen, mieten sie meistens das erste Mal ein Campingfahrzeug, um auszutesten, ist es überhaupt was für mich, ist das gescheit oder nicht? Also das ist eine sehr tolle Möglichkeit. Wenn man das vorher einmal ausprobiert, kann man sich einen Camper mieten oder auch einen Wohnwagen. Da gibt es sehr viele Plattformen. Was da wichtig ist, dass man sich an renommierte Vermieter hält, weil es gibt da doch einiges zu beachten. Vielleicht tritt während der Reise die eine oder andere Unsicherheit auf. Und da ist es eigentlich ganz wichtig, dass man immer jederzeit jemanden telefonisch erreichen kann, wenn man irgendein Problem hat. Jetzt sind wir noch immer vor der Reise. Ich habe mir so ein Fahrzeug gemietet, komme jetzt drauf, Jösses, das ist ja riesengroß, lang und so weiter. Da muss ich auf Dinge aufpassen, die mir bis jetzt nicht bekannt waren. Macht es Sinn, vorher, bevor ich wegfahre, das irgendwo zu üben, auf einem Parkplatz oder so? Ja, natürlich kann man das selbstständig auf einem Parkplatz üben. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und wenn man sich unsicher ist beim Zurückschieben, beim Einparken und so weiter, dann bedient man sich natürlich praktischerweise eines Einweisers. Es gibt aber auch beim ÖMTC Personal Coachings, wo man dann einen eigenen Trainer hat, wo man mit seinem eigenen Fahrzeug hinkommen kann. Und das ist wirklich eine ganz tolle Möglichkeit und sollte man vielleicht in Anspruch nehmen, wenn man ganz das erste Mal mit so einem Fahrzeug unterwegs ist. Ich stecke beim Zurückfahren immer meine Kamera ein und sie zeigt mir dann, es ist auch gut. Ja, gut. Stichwort freistehen. Hört sich so total frei an, aber wo darf ich denn freistehen und wo nicht? Fangen wir in Österreich an und dann die europäischen Länder. Also es gibt in Österreich 9 Bundesländer und 9 unterschiedliche Campingplatzgesetze. Also das ist ganz unterschiedlich in Österreich und auch in Europa. Grob kann man sagen, also in Österreich zum Beispiel kann man in der Steiermark durchaus frei stehen. Wo es ganz streng verboten ist, zum Beispiel ist in Tirol, da darf man das gar nicht. In Salzburg wird es teilweise auch noch toleriert. Und in Europa ist es so, dass es so ein Nord-Süd-Gefälle gibt. Also oben in den nordischen Ländern ist es durchaus möglich. Aber im Süden zum Beispiel, in Kroatien und Griechenland, ist das also teilweise nicht sehr gerne gesehen und streng verboten. Danke für diese Informationen und wir haben gehört, da gibt es sehr viele unterschiedliche Regelungen. Die Details und Informationen dazu finden Sie wie immer auf unserer Website.